Lehrer sind arm. Für uns ist ja Pünktlichkeit eine Selbstverständlichkeit. Die Schüler glauben, Pünktlichkeit ist ein Zaubertrick, den nur ganz wenige beherrschen. Waren heute Schüler anwesend von dir? Kein einziger. Weil du sie heute nicht gezwungen hast wie sonst, oder? Ja, ich hab gesagt, heute steht es ihnen frei. Nie mehr Schule, keine Schule mehr. Könnten Sie sich vorstellen, Andi als Lehrer zu haben? Also, oh ja, den Andi als Lehrer kann ich mir vorstellen. Da macht nämlich Schule richtig Spaß, ja? Na, wie fühlt sich das an als Lehrer? Ganz toll. Ganz toll? Na, wie fühlt sich das an, wenn man 40 Jahre alt ist und noch immer das Jausenbrot zur Arbeit mitnimmt? Wenn es nicht die Mama macht, ist es okay. Wie fühlt sich das an, wenn man laut einer Meinungsumfrage gerade mal 1% beliebter ist als Park-Sheriff Maria Vasilako? Ja, spür mal in dich rein. Das ist so viel Lustiges und so viel Wahres dabei, das unglaublich ist. Der Wortwitz ist gewaltig und trotzdem muss man schmunzeln und lachen, weil so viele wahre Dinge dabei sind. Letzte Woche hat ihn unser Turnlehrer erklären müssen, dass sie sich einen Fägeraufschwung nicht runterladen können. Aber am Ende des Tages geht es darum, dass die Leute drin sitzen und einen geilen Abend haben und sich amüsieren. Und wenn das so ist, dann passt das. Mein Lieblingslehrer, der Andi Ferner.